Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ihr seht gerade, ich werde verfolgt von zwei Archons, das heißt, zwei blaue. Das heißt, ich kann nicht gerade winken, das entschuldigt mal bitte. Im Grunde bin ich eigentlich nur auf dieser Suche hier nach den Echsenmännern hier. Und das machen wir auch weiter. Ganz gierige Echsenmänner. Flup. Oh, guck mal an, was ist das denn? Wo kommt der denn her? Ein Kreuz, ein Piktrumpf. Das sind die Berittenen. Wie kommt der hier runter? Normalerweise stehen die da oben. Ist bestimmt runtergefallen, Wasserfall. Konnte aber glücklicherweise schwimmen und hat es deswegen überlebt. Bestimmt. So. Lalalala. Alles mitnehmen. Und 27 von 30 haben wir. Gut, dann hätten wir sie eigentlich fast alle. Und in der letzten Folge habe ich versprochen, dass wir einfach mal in Helgas Grab reingucken. So, das werden wir jetzt auch tun. Einfach mal reingucken. Später, wie gesagt, irgendwann werden wir vielleicht, wenn es eine Gilde gibt, die Helga Raids macht und uns dazu einlädt, werde ich versuchen, mal die nächste Aufnahme so zu timen. Also wenn hier jemand zuschaut, keine Sorge, ich klaue euch die Waffen und das Gedroppte eben nicht. Das könnt ihr alles behalten. Ich will halt nur zugucken, beziehungsweise natürlich ein bisschen mithauen. Ich kann dann auch auf mich selbst aufpassen. Ich gehe nicht von ran. Kriegen wir hin. Vielleicht komme ich dann auch mit meinem Dicken, meinem Großen, meine ich, meinem Dicken. Ja, toll. Meinem Nagel halt. Als Sonderfolge sozusagen. Wäre ja auch mal was. Ich wollte ja auch mal probieren mit meinem Nagel hier, aber eventuell allein die Anmeldung für Arena-Auftakt, Spinnenangriff und so weiter und so fort hat begonnen. Wir gehen mal Helgas Grab. So, okay. Und ihr seht schon, ist keiner da, außer vieler Mups. Und einer hat uns schon entdeckt. Ein Kalab. Komm her, ja. Mal schauen, was er macht. Ja, ich muss sagen, für den Kalab klingt das eigentlich relativ gut. Bin eigentlich ganz zufrieden. Der kriegt ordentlich Schaden. Und gerade bei den Kriegern geht das so hier. Wir können den wirklich um die Ecke ziehen. Und jetzt hilft es halt doch, dass wir diese Treffsicherheitsrolle drauf haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden der uns macht. Ich weiß auch nicht, wie viel XP der uns gibt. Aber gerade, wie gesagt, bei den Kriegern und bei den Priestern geht das, dass wir die einfach hier so durch die Gegend ziehen und die uns hier, weil die wirklich so extrem langsam geworden sind hier im letzten Stückchen. Oh, da kommt der Nächste. Dass wir die dann einfach hier durch die Gegend ziehen. Das geht. Hopp. Und nochmal hopp. So, der wird einmal zuhauen. Ja, siehst du? Also Schaden machen sie noch genug. Okay. Zur Stadt. Ich will aber trotzdem mal einen umhauen. Tut mir leid, Leute, wir gehen da nochmal runter. Einen von den Kalabs will ich erwischen. So, hopp. Ich will nämlich mal gucken, wie viel Schaden die uns machen. Ich darf mich nur von denen nicht erwischen lassen. Das haben wir jetzt gelernt. Hopp. Zumal ich kein Verlängerer oder ähnliches drauf habe. Aber das wird schon. Was ich auch, habe ich Tefa oder sowas. Mana Boost LP im weiterer. Wie lange war der? Für 7 Tage? Ich hatte doch mal auch welche. Eine Stunde. Schwierig. Ein Tag. Pulver des Lebens. Habt ihr mir das geschenkt oder habe ich das so bekommen? Ja, jedenfalls für den Fall, dass ich es bekommen habe von euch. Dankeschön. Den Segen der Tefa, den nehmen wir auf jeden Fall. So, hätte ich vorhin schon anlegen müssen. Segen der Tefa, 7 Tage. So einen wollte ich doch gar nicht haben. Da hinten ist er. Da. 1 Tag. Anlegen. So, jetzt kann ich auch gefahrlos sterben, ohne dass es mir irgendwie wehtut. Ich will es natürlich trotzdem vermeiden. Den HP-Erweiterer lassen wir erstmal drauf. Oh, oh. Es könnten ein bisschen viele auf einmal weinen. Ja, das sind ein bisschen viele auf einmal. Ich gehe mal wieder raus. Das ist nichts für mich. Das sind ein paar viele zu viele. Ich meine, alleine, sagen wir mal so, mit den Clerys und den Kriegern würde ich sagen, okay, mache ich mit. Aber da war noch ein Jäger dabei. Und der Jäger, der hätte mich gestört. Kommt einer? Ja, da kommt schon welcher. Einer. Anmeldung für Fino Chaos hat begonnen. Schau mal, ob das hier da jemand anmeldet. Nö. Noch nicht. Dann macht das nichts. Dann gehen wir hier halt durch. Ich hätte auch keine Rollen auflegen brauchen eigentlich.
Da trifft mich ja eh. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Treffrolle. Ich will aber definitiv einen probieren, einen zu erwischen von den Viechern. Nur einen. Zack, zack, zack. Kleiner, kurzer Abstecher. Ja, ich bin eigentlich, ja, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, auch die Kalabs hauen mich noch ordentlich. Die Höllenwachen sind noch schlimmer. Und Helga selbst, keine Ahnung, ob der da ist. Aber der würde mich, ja, tothauen. Seht auch schon vom Level her. Würde nichts werden. Oh, jetzt kommen schon wieder zwei. So. Die kreisen schon. Ja, ja, kreist du auch mit? Ja. Dann ist gut. Darf nur nicht so nahe kommen, dass er mich haut. Boah, und hinten kommt kein Jäger mehr an. Weil sonst wird es eng werden, den einen da umzuhauen. Boah. No risk, no fun, wie es so schön heißt. So, hopp, 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 hopp. Den Lebensdrang nehme ich mit. Lalalalalalala, was ich mir hier wieder zutraue. So, wir können mal nachhelfen. Hopp. Machen wir alle grün. Weil dann sinkt ja auch schön ihre HP ein bisschen. Ich hoffe nur, dass der andere nicht respawnt, während wir hier drin noch rumstehen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele XP ich für den bekommen habe. Aber naja, vielleicht kriegen wir das ja noch. Zack, zack, zack. Ja, soll man mal keiner sagen, ich traue mich nichts. Aber immerhin, einen Täfer habe ich aufgelegt, also braucht ihr euch keine Sorgen machen für den Fall, dass es halt rückwärts geht. Klar, 1% habe ich schon verloren. Aber das war auch mehr oder weniger Dummheit. Ich wollte einfach mal testen, wie viel Schaden die machen. Plumm. Oh, guck mal einer an, Lebenstränke. Lebenstränke wie ein Wilder. Der ist auch fast runter. 24.000 XP. Na, immerhin. Bam. Ich dachte, er fällt um. Ich dachte, das reicht für den. Habe ich mich voll geirrt. Aber wenn man mal Lebenstränke T4 braucht, kann man die hier drin farmen, wie man sieht. Man braucht halt nur ein entsprechendes Level. Und man sollte auch die Viecher aushalten. Weil Tränke droppen die eigentlich viel. Man kommt eigentlich immer mit mehr Tränken raus, als man reingeht. Oh, eine Karte. Eine Kalab-Karte. Gucken wir uns doch direkt mal unsere Karten an hier drin. Ich gehe mal ein bisschen zurück. So, Schlummerwald betreten. Nein, noch nicht. Wir gucken mal, was haben wir denn? Wir hätten... Pixie. Böse Waldfee, belästigt mit Ohrenschmerzen. Ja, ja, kennen wir alles. Registrierte Karte sind mehr Sterne. Nee, lassen wir dann. Ich gucke nochmal hier nebenbei rein. Nicht, dass doch irgendwie jemand hier dort reingeht. Phinocast, sind zwei Leute drin. Haselnuss und Magna. Ich trage mich mal mit ein. Mal gucken. Okay. Weiter geht's. Da ist nix. Alberstollrollen, zwei Stück schon wieder. Die böse Waldfee belästigt abnehmen. Ja, ja, kennen wir alles. Und du hast Sumpfbedrohung. Exmann wird auch jene der Sumpf genannt und greift meistens in seinem langen, starken Kiefer an. Ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Auf der registrierten Karte sind mehr Sterne. Okay, dann hatten wir nur so lange nicht. Gucken wir mal. Da hätten wir... Naja, Seele. Ein Eisgeist mit Wasser- und Eisangriffen. Die hatten wir aber auch schon. Registrierten Karte sind gleich. Komm, dann machen wir den Platz frei. Und was kriegen wir hier? Gerade geschlüpft. Echsenmann Baby. Aber das hatten wir aber auch schon. Auf der registrierten Karte sind gleich. Aber na ja, gut, dann können wir es auch registrieren. Und dann hätten wir hier noch... Dann müsste das die Kalabs Karte sein. Jawohl, ein Höllenwächter. Wer es wagt, deinen Schlaf zu stören, wird vom Tode versklavt. Dieser verlässliche Diener tötet jeden, der Helga im Schlaf stört. Ja, meine Helga-Karte. Klick. So, wenn ihr es jetzt gerade im Hintergrund knarzen hört, mein Schatz ist gerade hier reingekommen, sucht bestimmt wieder was. Muss ja auch ein bisschen was für ihre Arbeit bzw. Schule machen. Und da muss das natürlich auch sein. So, wir sind raus. Achso, was ich nochmal... Ich wollte nochmal einmal ganz kurz rein. Weil der Ladebildschirm so schnell war, habe ich die Maus hier runtergezogen. Ich brauche ja immer einen Ladescreen, beziehungsweise einen Anfangsscreen. Und den habe ich jetzt gerade gemacht. Beziehungsweise werde ich halt noch umarbeiten. Ich will aber nicht, dass die Maus drauf ist. Deswegen halt schnell mal raus. Manchmal habe ich das auch offscreen gemacht, wenn ich es vergessen habe. Aber ich denke, jetzt wisst ihr wenigstens, wie ich zu den Ladescreens komme. Na klar, das Let's Play schreibe ich immer noch so von Hand rein.
Und das Fiesta Online, beziehungsweise die Zahl, die mache ich mit meinem YouTube-Ersteller. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, da habe ich mir das kleine Programmchen dafür geschrieben. Könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. YouTube-Beschrifter, so heißt es richtig. Und mit dem mache ich halt auch die Beschriftung von den Thumbnails. Also die Zahl. Brauche ich gar nicht groß machen, aber mache ich mir nicht die Mühe, jedes Mal die Zahl von Hand reinzuschreiben. Ich lasse die einfach mit dem Beschrifter machen. Schöne Sache. Muss halt nur auswählen quasi die Vorlage. Das Let's Play steht in der Vorlage schon drin. Und klick dann auf Erstellen. 2 Sekunden später habe ich's. Muss nicht erst Paint oder Photoshop aufmachen. Früher habe ich das ja noch mit Paint gemacht und da habe es auch beibehalten. Und trotzdem sehen die schön aus, finde ich, die meine Thumbnails. So, gucken wir mal, wo muss ich denn eigentlich... Irgendwie ist die Karte ein bisschen komisch. Laut Karte bin ich hier in der Luft. Ich glaube, ich ein bisschen versetzt. Sowas. Na gut. Jedenfalls sind wir hier durch und wir könnten eigentlich... Wir nehmen mal eine Uhu-Rolle. Ja, 6. 6 Stück hatten wir. Jetzt haben wir noch 5. Hier kann ich ein bisschen was abgeben. Unten müsste auch noch was. Haselnuss, lädt dich in Gruppe ein. Danke, nein. Ich brauche gerade keine Gruppe. Ach so, nee, Haselnuss war hier. Oh, ja, nochmal bitte. Dann machen wir nochmal. Dass ich das auch richtig schreibe. Nuss. Hoppla, komm mal, warst. Ja. Wie. No, komm mal. Lad. Nochmal. Please. So. So. Okay. Dann müssten wir jetzt gleich die nächste Gruppeneinladung bekommen. In der Zwischenzeit können wir hier mal abgeben. Vergangenheit. Da ist es schon. Hi und danke. Nee, nicht danke. So wird es geschrieben. So. Epische Quest abschließen. Sehr schön. Und da haben wir ein paar King Kong Fino Chaos. Haben wir ja. Guter Deal. Ah, da ist sie ja. Level 61 bis 70. Ah, nee, tatsächlich ist das noch die hier. Gibt die erst auf 71? Ich dachte. Na gut, dann holen wir uns eben da eben nochmal. Ork. Ja. Ja, da spielt auf die abgelehnte Einladung an. Macht ja nichts. Kommt vor. Hätte ja sein können, dass mich hier wieder. Kam ja schon oft genug vor. Dass mich ja einfach jemand in Uru erkannt hat und gesagt hat, oh, komm, den lade ich mal in Gruppe. Aber ihr wisst ja, das mache ich normalerweise nicht mit. So. Guck mal, da stehen D-Rod und Magna. Hopp. Was war das? Oh. Danke. So, noch 20 Nox jeder erledigen. Das brauchen wir ja eigentlich nicht, haben wir ja alle schon angenommen. Ja. Abgeschlossen, hier kann ich, ja, der kommt. Bisschen blöde anzunehmen, ja, würde ich gerne. Riesenpixie, mhm. Ja, würde ich gerne. Dankeschön. So, okay. Mach mal so. Dann gebe ich das mal ab, bevor es weitergeht. Hehe. So, erstmal hier unten noch die tägliche machen. Ich bin am überlegen, ob ich da jetzt die Rate nehme oder wirklich den XP-Buff, weil wir momentan ja XP sammeln, aber es geht ja eigentlich voran. Wir haben ja naja, 50% für den nächsten Level haben wir. Und im übernächsten gibt es, glaube ich, wieder eine Dingsbums. Ne, ihr wisst schon. Ich weiß es nämlich nicht, was ich meine. Achso, eine Wiederholungsquest, genau. Weil wir müssen ja, wie gesagt, ein bisschen mit den Quests haushalten momentan. Aber ich denke, wenn wir jetzt ein paar verschwinden, das schadet nicht. Hopp, fallen wir um. Dankeschön. Okay. Dann hier Dero. Ah ne, das ist ein anderer. Unsere heißt D-Rod und der da Dero, der sucht eine Schlossgruppe. Ich dachte schon, nanu, will er sich jetzt entscheiden zwischen Schloss und uns? Aber nee, das passt schon. So, einmal aufgesessen und wieder aufgeritten. Lalalala, was sagt denn die Fino-Kaku? Fino sagt 23.10. Mhm. Kaufen, einmal hier, alles fertig machen. Zack, zack.
Wir gehen dann natürlich weiter. Und ich werde, denke ich, doch mal den XP-Buff nehmen. Und nur zu viert, Fino. Naja, müssen wir schauen, wie weit wir kommen. Wenn, dann kommt es aber erst in der nächsten Folge soweit. Ich würde sagen, wir beenden die Folge einfach mal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.